Was ist das für ein Land, in dem Freibäder zu regelrechten Kampfzonen verkommen sind? Ist das dieses beste Deutschland, das wir je hatten? Ich wage es zu bezweifeln. Landesweit eskaliert die Migrantengewalt in den Badeanstalten. Heute haben wir das berüchtigste Multikulti-Bad der Republik besucht. Seien Sie gespannt auf unseren Bericht und auch auf unseren Lösungsvorschlag in dieser Sendung. Heute endlich mal wieder mit Sven Eggers und mit mir. Das ist der Brennpunkt des Tages. Entspannt auf dem Handtuch liegen, Pommes schnorpsen, Wassermelone essen, das war sehr schön. Aber es gehört wohl der Vergangenheit an, zumindest in den Großstädten, wo immer öfter die Migrantengewalt eskaliert. Denn unser Land hat sich drastisch verändert und sie hat sich tierisch darauf gefreut. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ja, das war Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Und am Wochenende ist es komplett eskaliert, und zwar in Berlin, ausgerechnet Berlin, das ja laut Eigenwerbung ein völlig harmonisches Homo- und Multikulti-Paradies ist. Schauen Sie sich mal diesen Werbeclip für die Stadt an. Achtung, es wird schräg. Das Schöne ist, dass man eigentlich überall queer sein kann in Berlin. Ich habe eben auch das Gefühl, dass ich nicht nur der schwule Jochen sein muss, sondern auch der schwule Jochen, der schwule Jochen und der schwule Jochen sein kann. Das finde ich an Berlin eigentlich so spannend, dass es nicht das eine schwule oder das eine lesbische Berlin gibt. Es gibt einfach noch so viel mehr dazwischen. So viel mehr dazwischen, Sven. Vermutlich meint er Massenschlägereien, Verletzte und Polizeieinsatz in Freibädern. Dazu ist es nämlich am Sonntag gekommen, und zwar im Columbia-Bad in Berlin-Neukölln. Das gesamte Bad musste geräumt werden von der Polizei. Araber sind da ausgerastet und Tschetschenen. Davor hat das Personal auch im Vorhinein gewarnt mit einem Brandbrief, der aber irgendwie nichts ausgelöst hat. Und das Bad ist bis jetzt geschlossen, wird auch wohl, also ich vermute, die nächsten Wochen geschlossen bleiben. Offiziell aus Krankheitsgründen, aber man kann sich ja vorstellen, was da abgegangen ist. Ja, also Columbia Bad und anderswo, grapschen, prügeln, prügeln, grapschen, das ist die Realität Deutschland 2023. Und wer solche Zustände 2015 beispielsweise vorausgesagt hätte, und es war wirklich keine Kunst, das vorauszusehen, der wäre damals als Rechtsextremer durch die Republik gejagt worden und hätte wahrscheinlich keinen Demokratiecheck bestanden. Und heute hat man das Gefühl, dass sich eine Parallelgesellschaft im ganzen Land ausbreitet und so eben auch am Columbia-Bad. Und heute war unser Außenreporter Roy Grassmann direkt vor dem Bad, und vielleicht können wir mal reinschauen, was er uns da mitgebracht hat. Ja, genau. Pöbeleien, Schlägereien und Messerstechereien bestimmen den Alltag in Berlins Freibädern. Hinter mir befindet sich das Columbia-Bad in Berlin-Neukölln, das besonders am Wochenende Schlagzeile machte. Dieses Bad musste geräumt werden, weil Jugendliche anfingen zu randalieren. Wer sind diese Jugendlichen? Es sind wahrscheinlich weniger Erik oder Karl. Zu vermuten bleibt, dass es doch eher Yusuf oder Ahmed waren. Ob sie oder die Gewalttäter Strafen zu erwarten haben, bleibt fraglich. Das Columbia-Bad ist nicht das einzige Freibad, das für Schlagzeilen sorgte. Wir hatten auch in der jüngeren Vergangenheit Ereignisse im Prinzenbad in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Dort befindet sich seit kurzem eine mobile Polizeiwache. Ja, die Wahrheit fällt der Regierungspropaganda hier auf die Füße. Der Tagesspiegel ist ja auch so ein Blättchen, so ein Regierungsblättchen. Mhm. Und das heult jetzt rum. Und ich habe hier mal aus einem Zitat von gestern, da heißt es, in der Regel sind es Jugendliche aus arabischen Familien, teils auch Tschetschenen, die auffallen, die sich von Bademeistern nichts sagen lassen, als Mob auftreten. Das Personal selbst ist divers. Es gibt Menschen mit Migrationsgeschichte, doch es ändert sich nichts. Und so jammern sie eben rum. Ne? Und wir schaffen es natürlich nicht. Und das wie dann auch? Also wir haben es hier mit hunderttausenden jungen Männern aus fremden Kulturkreisen zu kommen, die mit unseren Werten überhaupt nichts zu tun haben, immer noch. Und denen ist die Regenbogenfahne reichlich gleichgültig. Und Blätter wie der Tagesspiegel, die können ihre Lügen gar nicht aufrechterhalten, weil die Leute mittlerweile, die Bürger sehen auf Schritt und Tritt, was sich in diesem Lande wirklich abspielt. Man braucht ja nur in die U-Bahn einsteigen und schon ist die komplette Tagesschau-Propaganda widerlegt durch eigenes Erleben. Ne? Und die ganze Multikulti-Politik ist ein Scherbenhaufen mittlerweile. Und wenn wir über die Attacken in den Freibädern reden, dann reden wir über sexuelle Übergriffe, wir reden über Randale, über Demolierungen, über Prügeleien, über Gewalt.
über Übergrifflichkeiten, Respektlosigkeiten und, um es klar auszudrücken, sie kacken uns vor die Füße. Und das ist das Ergebnis bundesdeutschen Politversagens und das Ende der Fahnenstange, Paul, ist, glaube ich, nicht erreicht. Gießen lässt grüßen, Frankreich lässt grüßen und der Ausgang ist völlig offen. Ja. Hier eine weitere Perle aus dem linksgrünen Medienbetrieb, und zwar hat das ZDF getwittert. Ich dachte, es wäre eine Fälschung, aber es ist wirklich erst einen Tag alt, passend zu den aktuellen Geschehnissen. Im Freibad kommen sie alle zusammen, junge und alte, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Zwischen Liegewiese, Pommes und Sprungturm soll das Freibad ein friedlicher Ort für jeden sein, mit Gendersternchen. Aspekte taucht ein in unsere Freibadkultur. Das also ist unsere neue Freibadkultur, die ja auch in diesem Brandbrief sehr gut geschildert worden ist. Als ich da Passagen gelesen habe, also da ist mir schon anders geworden, was da berichtet worden ist. Wie du gesagt hast, Fälle von sexuellen Übergriffen, einem Mädchen, dem einfach das Oberteil runtergerissen worden ist, die Rutsche, die gestürmt worden ist. Und die Täter werden auch ganz klar benannt. Also es wird gesagt, Araber und Tschetschenen sind da wirklich ausschlaggebend. Dann, was du auch erwähnt hast, diese Respektlosigkeit gegenüber dem Personal. Also ich weiß noch, zu unserer Kinderzeit hatten wir wahnsinnigen Respekt vor dem Bademeister. Wenn der was gesagt hat, da sind wir gespurt, ja. Aber da wird das Personal angespuckt, es wird beschimpft. Dann werden hier teilweise Badegäste zitiert. Einer soll wohl gesagt haben zum Bademeister: Ich weiß, wo du Feierabend machst und dort warte ich auf dich. Es gibt tätliche Übergriffe, das Personal wird in den Rücken geboxt und so weiter. Und auch, was du gesagt hast, auf gut Deutsch, dieses gesamte Bad von oben bis unten vollgeschissen. Also, weil diese Leute nicht normal aufs Klo gehen können, sondern dann vor die Büsche kacken und diese Fäkalien auch noch verschmieren. Also das wird dann auch geschildert in dem Bericht. Fäkalien werden in und vor den Büschen ausgeschieden. Wände und Sanitäranlagen werden mit Urin und Kot beschmiert. Dieses gesamte Bad voller menschlichem Kot. Kein Wunder, dass das jetzt dicht machen musste. Und der Reul, unser Reporter, der hat auch mit einem AfD-Politiker gesprochen vor Ort aus Berlin, der sich da auch ein bisschen umgehört hat. Sie hatten sich ja vorhin mit den Securities unterhalten, mit den Schwimmbad-Securities. Was haben Sie ihnen gesagt? Also ich habe mit denen kurz gesprochen darüber, dass hier halt das zu ist. Ich habe gefragt, wann es wieder auf, weil ein paar Leute hier, da waren so ein paar Touristen, die wollten rein und die konnten halt nicht Deutsch. Und dann habe ich übersetzt. Und dann habe ich die gefragt, wann das Bad wieder aufmacht und wie das so ist, wie die Lage von denen ist. Und die haben gesagt, ja, also man kann es runterbrechen auf, die haben die Schnauze voll. Das kann man so sagen. Haben die denn auch diesen Brandbrief angesprochen? Denn Mitarbeiter haben ja einen Brandbrief geschrieben, wohl schon im Juni, und über diese Missstände, veröffentlicht. Haben die dazu was gesagt? Nee, die haben sich da, also der Brandbrief war so nicht Thema, wir haben kurz mal angesprochen, aber sie haben darüber nicht Auskunft gegeben, denn dann kam irgendein Vorgesetzter von denen, irgendjemand, der hier ein bisschen was zu sagen hat, und der hat das verhindert, dass ich weiter mit denen spreche, und der hat dann auch den Journalisten, der mich da interviewen wollte, direkt vorm Eingang und mich gebeten, das Gelände zu verlassen. Also die haben offensichtlich kein Interesse, mit der Presse irgendwie zu reden. Ja, Sven, aber also Columbia Bad ist natürlich ein besonderer Härtefall, aber es gibt ja noch weitere Fälle in der Republik. Oh, allerdings, die Medien bemühen sich auch ein bisschen, das jetzt auf dieses Columbia Bad runterzubrechen. Aber es ist natürlich nicht nur ein Problem, was Neukölln betrifft, auch wenn Berlin-Neukölln immer schon ein bisschen Vorreiter war für Zustände, die wir in wenigen Wochen oder Monaten dann auch überall in Deutschland erleben könnten. Neukölln ist überall, heißt ja nicht zufällig. Dieses Buch des Heinz Buschowski, des früheren Bezirksbürgermeisters dort. Und auch die Bäder in Berlin, Mariendorf und Gropiusstadt, waren zuletzt nach Ausschreitungen zeitweise geschlossen. In Pankow, also auch Berlin, hatten sich vor einiger Zeit mehrere Personen wegen sexueller Belästigung beschwert. Mhm. Als dann der Bademeister sich einmischen wollte, kam es zu einer handfesten Schlägerei. Und auch Anfang Juni, auch in Pankow, war ein ähnlicher Vorfall. Dort hatte der Bademeister einen 16-jährigen Libanesen maßregeln wollen, aber der hatte gleich 30 Kumpels dabei und es wurde dann auch eine Schlägerei, die sich dort entwickelte. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt, ein Jugendlicher ebenso. Und ein Großteil der Angreifer, das kommt auch immer wieder vor, konnte dann flüchten, ehe die Polizei eintraf. Also unbeschwert hatten, einem Freibad sieht meines Erachtens anders aus. Auch in Sachsen gab es neulich Ärger. Im Schwimmbad der Stadt Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis
waren nach einem Streit unter Kindern zunächst, dann Syrer auf Einheimische losgegangen. Auch dort heftige Schlägerei, Fäuste, Stöcke, Flaschen flogen und es gab 8 verletzte Personen. In Mannheim prügelten am 23. Juni 2 Migrantengruppen aufeinander ein. Dabei wurde ein 24-Jähriger mit dem Messer verletzt. In Baden-Württemberg, in Malsch bei Karlsruhe, wollte der Bademeister eine Männergruppe auf die anstehende Schließungszeit des Bades hinweisen. Zum Dank wurde er krankenhausreif geprügelt. Die Polizei fahndete anschließend vergeblich nach schwarzhaarigen Tätern. Also auch in Bayern werden ähnliche Vorfälle gemeldet, aus dem Saarland, aus Nordrhein-Westfalen. Es ist immer wieder das gleiche Bild. Krawalle, Verletzte, Täter flüchten, Polizei sucht Schwarzhaarige, alles vergeblich. Es ist zum Kotzen, Paul. Absolut. Und das Ganze soll jetzt gelöst werden mit Polizeipräsenz, also Schwimmen unter Polizeiaufsicht. Das hat zumindest unsere Innenministerin Nancy Faeser vorgeschlagen, hat sich dafür ausgesprochen. Sowas gibt es schon im Prinzenbad in Kreuzberg. Aber wo ich mich frage, also was soll das? Ich meine, das löst ja nicht das Problem. Es wurden noch andere Sachen vorgeschlagen. Und was man was man noch sagen muss, der Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner von der CDU, hat gesagt, dass er ungern Polizisten einsetzt. Weil, Zitat, wir hier auch die Berliner Polizistinnen und Polizisten schützen müssen. Die Polizisten schützen und die Badegäste ins offene Messer rennen lassen. Das ist offenbar die Politik der CDU in Berlin. Vor allem die CDU, die sich noch über die Silvesterkrawalle ausgelassen hat und damit Stimmung gemacht hat im Wahlkampf. Und jetzt hat sich nichts verändert. Die machen natürlich alles so weiter, weil die CDU eben eine Altpartei ist, deren Zeit abgelaufen ist, ganz klar. Und es werden auch andere Sachen vorgeschlagen, wie zum Beispiel eine Obergrenze für Badegäste oder namentlicher Einlass. Da musst du deinen Namen sagen, wenn du ins Bad reingehen willst. Klar, man kann das Bad zu einem Hochsicherheitstrakt ausbauen, aber das Problem liegt doch ganz woanders. Das Problem liegt darin, dass wir hier eine ungehinderte Massenmigration haben, dass überhaupt keine gesunde Gemeinschaft mehr besteht. Und da hilft doch nur eines, nämlich radikale Remigration im großen Maßstab. Einfach diese Leute abschieben, die sich hier nicht benehmen können. Was ist daran so schwer? Und die Polizei wird das auch nicht lösen können, weil die ist ja in Berlin komplett verweichlicht. Ich habe hier was rausgesucht, ist schon eine Weile her, wo das veröffentlicht worden ist. Aber es ist wirklich erschienen auf dem offiziellen Polizeikanal von Berlin. Es ist ein Lied, es wird gesungen über den KBNA, zur Erklärung, das ist der kiezbezogene Netzwerkaufbau, also eine Spezialabteilung der Polizei, die dann so mit dem Kiezmilieu quasi kuschelt und da Vertrauen aufbauen soll. Es ist unfassbar. Wir sind füreinander da, wir setzen ein Zeichen gegen Hass, wir setzen ein Zeichen gegen Hass. Arbeite für die Polizei, aber trotzdem kann ich auch dein Homie sein. Ich kann dein Homie sein. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht zu glauben. Ich glaube, die Parallelwelt findet mittlerweile dort statt und nicht mehr in den Freibädern. Das ist nicht zu glauben. Da lacht natürlich auch der Migrant und da lache ich auch und ja, du wahrscheinlich auch. Ne? Also nicht zu glauben. Diese Einzelfalltheorie ist ja längst auch widerlegt. Ganz im Gegenteil, in den vergangenen 5 Jahren sind in Berlins Freibädern 737 Hausverbote ausgesprochen worden. 737. Das geht aus einer AfD-Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus hervor. Und das berüchtigte Kolumbiabad liegt übrigens dort nur auf Platz 3. Mhm. Also in Pankow und auch am Schwimmbad am Insulana geht es noch heftiger zur Sache, wenn man es zumindest mit diesem Maßstab misst. Ja. Ein Hausverbot hat natürlich nur Sinn, wenn man es dann auch umsetzt oder irgendwie durchsetzt. Aber die Politik setzt ganz auf das, was du gesagt hast, mehr Überwachung, mehr Polizei und Ursachenforschung entfällt komplett. Man kann aus jungen Ausländern ja auch nicht aus Knopfdruck nun Deutsche machen, indem man ihnen einen Pass gibt und dann ist die Sache erledigt. Also am Bahnhof rumlungern und bei McDonald's Burger fressen ist eben eigentlich noch nicht Deutsch sein. Also auch wenn wahrscheinlich dort, das ist wahrscheinlich die Vollendung des Integrationsprogramms, wenn man sich so verhält. Aber eine Nebenwirkung dieser Wahnsinnspolitik der BRD ist aus meiner Sicht auch, dass Elternhäuser dieser jungen Ausländer oder auch die Heimatländer gezielt als rückständig, als nicht modern oder als homophob und transfeindlich und immer dergleichen beschimpft werden.
Und aus meiner Sicht, wenn die jungen Migranten zu Hause säßen oder bei Mama und Papa und Opa Allah anbeteten oder mal eine Shisha rauchen würden, dann könnten sie eben draußen weniger Unheil anrichten. Aber unsere Überfremdungsfanatiker setzen voll auf diese Entwurzelung und wollen aus Fremden unbedingt Deutsche machen und die aus ihrem Kulturkreis herausreißen. Deswegen auch Tore auf für diese ganzen unbegleiteten Minderjährigen. Und wenn Nancy Faeser sich ausspricht für immer mehr Polizei an den Schwimmbädern, dann sollte sie auf die Idee kommen, einen entsprechenden Überwachungsapparat mal an den Grenzen aufzubauen. Und das wäre vielleicht auch dann gut für unser Land, für unsere Freibäder. Und es würde Schaden auch abwenden. Und das hat sie ja eigentlich auch geschworen. Aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht gewollt. Das kann sein. Liebe Zuschauer, wir wollen ja nicht zu einseitig Bericht erstatten. Nicht nur die Migranten werden straffällig, sondern auch die selbsternannten Klimaaktivisten. Die haben ja heute wieder Flughäfen blockiert. Und wir haben eine große Dokumentation gemacht, wo wir die Geldgeber und die Stichwortgeber dieser Extremisten schonungslos aufdecken. Diese Dokumentation wird dieses Wochenende erscheinen, und zwar am Samstag um 16 Uhr. Das können Sie sich schon mal gerne eintragen, rot im Kalender. 16 Uhr geht die Dokumentation online auf unserem YouTube-Kanal, also am besten abonnieren, damit Sie das nicht verpassen. Und dann sehen wir uns morgen mit dem für diese Woche letzten Brennpunkt des Tages. Ciao und bis dann. So nah kam noch kein alternatives Filmteam den selbsternannten Klimaaktivisten. Die Filmemacher Roy Grassmann und Tom Herrlich machten sich auf die Spur und offenbaren schonungslos in Bild und Ton das wahre Gesicht der Klimakämpfer. 15 Krankenwagen waren am Montag blockiert. Heiligt der Zweck immer noch die Mittel? Dazu möchte ich leider nichts sagen. Dabei folgten sie dem Fluss des Geldes und stießen dabei auf erstaunliche Tatsachen, die selbst die Klimakleber überraschen dürfte. Im Würgegriff der Klimasekten. Wem nutzen die Straßenkleber wirklich? Ab 15. Juli auf Kompakt TV online.